Kopf ist abgeschnitten. Egal. How far can we get if we sail a little bit high? Und Hallöchen und willkommen zu einem neuen Alter. Neues Jahr und schon fängt die Scheiße von vorne an. Okay, also. Einatmen, ausatmen, sprechen. Ist doch sicherlich nicht so schwer. Servus Leute und Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video von mir im Jahr 2018. Das ist jetzt das zweite Video. Letzte Woche kam ein Vlog von mir online, in dem ich meine Haare übrigens geschnitten habe. Hier ist übrigens das Ergebnis. Schau doch einfach mal vorbei. Ich verlinke ihn irgendwo hier oder auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ich wurde von Herr Wunderland getaggt zu einem Tag, zu einem Video, das wie voll heißt. Scheiße. Vorbereitung ist alles, ne, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall hat mich Herr Wunderland zu der Dies... wieso kann ich das nicht auswendig? Zu der Dies und Das Challenge getaggt. Und die Fragen befinden sich hier auf meinem Handy, deswegen gucke ich immer wieder nach unten. Und dann würde ich auch mal sagen, fangen wir doch einfach mal an mit der ersten Frage. Laptop oder Computer? Ich muss ehrlich gesagt sagen, zum Zocken gehe ich lieber an meinen Computer und was so Videoschneiden angeht, mittlerweile eher an meinem Laptop, weil es ist irgendwie bequemer. Ich kann mich mal auf mein Bett legen oder ich kann mal rausgehen. Im Sommer ist es auch cool, da gehe ich meistens auf die Terrasse, um ja, meine Videos dann zu schneiden, nicht zu filmen. Filmen mache ich es ja mit der Kamera. Oh Mann. Jetzt komm raus, du bist umzingelt. Genau, deswegen nicht entweder oder, sondern da eher beides. Dann McDonald's oder Burger King. Ich muss sagen, früher war ich eher der McDonald's-Fan. Dann habe ich irgendwann die Burger von Burger King gegessen, wo ich mir sage, okay, das sind richtige... Das heißt richtige... Es sind halt von der Fastfood-Kette, wenn man jetzt McDonald's und Burger King vergleicht, sind es auf jeden Fall bessere Burger als beim McDonald's. Allerdings... habe ich manche Sachen, die bei McDonald's einfach besser schmecken als beim Burger King. Deswegen, ja, auch irgendwie beides. Aber dieses Jahr habe ich mir vorgenommen und bis jetzt halte ich es noch ein. Kein McDonald's und kein Burger King, beziehungsweise eigentlich keine Fastfood-Kette an sich. Also KFC auch nicht. Ich weiß nicht, ob Döner dazu zählt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall eigentlich eher beides. Deo-Roller oder Deo-Spray? Auf jeden Fall Deo-Spray. Finde ich ehrlich gesagt hygienischer, vor allem wenn man dann halt mal jemanden das Deo ausleihen möchte kurz, ist es auch ehrlich gesagt schöner, wenn man ein Spray hat. Wobei glaube ich, dass Spray eigentlich eher umweltschädlicher ist als der Deo-Roller. Aber naja, es gibt auch ein Deo, eine Deo-Creme, die tut man sich einfach nur da unten eincremen. Habe ich allerdings noch nicht getestet, könnte ich auch mal machen. Also eher Deo-Spray. Zumindest von der Anwendung her ist es besser. Umweltfreundlicher ist wahrscheinlich der Deo-Roller. Äpfel oder Erdbeeren? Also im Sommer liebe ich auf jeden Fall Erdbeeren. Ich finde es total erfrischend, auch im Getränk, wenn man da eine Erdbeere tiefgefroren hat und man tut sie dann in sein Getränk rein. Deswegen glaube ich dann doch eher Erdbeeren. Aber jetzt also im Winter bin ich eher so der Apfeltyp, weil das ist dann natürlich ein bisschen günstiger, als sich Erdbeeren frisch zu kaufen. Katzen oder Hunde? Dann ehrlich gesagt eher Hunde. Auch wenn es anstrengender ist, wenn man mit ihnen Gassi gehen muss. Ich weiß nicht, es ist halt irgendwie doch schön, der freut sich dann immer, wenn man heimkommt, man kann mit ihm Gassi gehen, man kann halt es auch machen. Und ja, deswegen eher Hunde. Blond oder braun, ich denke mal, damit ist die Haarfarbe gemeint und ich glaube, man kann es eindeutig erkennen, was ich meine. Definitiv nicht braun. Nein, sondern eher blond. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Also ich mag gerne Süßigkeiten. Wie man sieht. ja, also was jetzt so das Frühstück angeht, es kommt halt ehrlich gesagt immer darauf an, wie ich gerade Lust und Laune habe. Bin ehrlich gesagt, was so in der Süßwarenabteilung ist, bin ich nicht so der Schokoladenmensch, sondern eigentlich eher dann der Keksmensch. Ich mag Kekse. Ich mag Kekse. Und so beim Essen finde ich schon mal so ein richtiger Schweinsbraten ist dann doch irgendwie geiler als so ein süßer Pfannkuchen zum Beispiel. Also eher so mittelmäßig. Lego oder Playmobil? Ich habe früher mit beiden gespielt und ich mag auch eigentlich beides noch recht gerne. Lego ist halt, aber dann tendiere ich irgendwie doch eher zu Lego. Nein, irgendwie auch zu Playmobil. Es ist schwierig. Nee, eigentlich schon beides eher, weil man kann halt mit Lego kann man halt andere Dinge machen, finde ich, als was man mit Playmobil macht. Ist halt so.
Nike oder Adidas, die kann ich ganz leicht beantworten, die Frage. Gar nichts von beiden. Ich kaufe da irgendwie nie was. iPhone oder Samsung Galaxy? Samsung Galaxy, auch wenn ich gerade keins hier habe, aber hier habe ich immer noch mein Samsung Galaxy Note 3. Also, Samsung. Party oder Chillen? Ich bin eher so eine Mischung aus chilliger Party. Also mit Freunden halt irgendwie dann am Abend was machen, so Spieleabende oder gemütlich essen gehen, das ist dann eher so mein Ding. Aber den ganzen Tag zu Hause irgendwie nur zu sitzen, das ist dann auch irgendwo langweilig. Subway oder KFC? Gar nichts von beiden, gehe ich auch nicht wirklich darin essen. Aber wenn, dann glaube ich, würde ich eher zu Subway gehen, weil Sandwiches, finde ich, sind irgendwie cooler, finde ich jetzt halt. Links oder Rechtshänder? Eindeutig links. Cola oder Fanta? Eindeutig Cola. Horror oder Liebesfilme? Eindeutig Horrorfilme. Ich finde Liebesfilme finde ich immer so langweilig. Nintendo oder PlayStation? Nintendo. Ich habe einen Nintendo 3DS, ich habe einen Nintendo Wii. Ja. Und ich will mir noch demnächst vielleicht ein bisschen was anderes von Nintendo noch kaufen. Also Nintendo. Canon oder Nikon? Schwierig. Das ist eine Canon-Kamera und meine Spiegelreflexkamera ist eine Nikon-Kamera. Also eher beides. Kino oder DVDs? Eindeutig Kino. Ich finde einfach, im Kino kommt dieses Feeling besser rüber. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Im Kino, da sind die Filme irgendwie komplett anders. Da wirken die auch ganz anders. Vor allem, wenn man einen Horrorfilm im Kino anschaut, das ist irgendwie noch ein bisschen, ja, cooler, als wenn man sich den jetzt dann einfach nur alleine zu Hause reinzieht oder so. Weihnachten oder Geburtstag? Das sind echt gute Fragen. Genau passend für mich. Gar nichts von beiden. Ich weiß nicht, ich finde Weihnachten, es kommt dann immer darauf an, also ich finde Weihnachten schon schön, dass man da mit der Familie die Zeit verbringen kann, weil meistens hat man unterm Jahr einfach nicht die Zeit und dann kann man sich da die Zeit einfach nehmen, genauso wie man dann auch eher Lust hat, was Aufwendigeres zu kochen, eine Ente oder richtig, ja, so ein Vogel halt, den man dann halt im Ofen einschiebt, ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde einfach, mittlerweile ist Weihnachten irgendwie eher nur Kommerz geworden und ja, das mag ich eher nicht so an Weihnachten. Genauso wie immer Geschenke hier, Geschenke da. Oh, ich muss noch schnell ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Ich habe auch kein Weihnachtsgeschenk für den. Und ich finde einfach, das Wichtigste und das Wertvollste und das teuerste Geschenk überhaupt, was man einem Menschen geben kann, ist Zeit, Respekt und Liebe und den ganzen anderen Kram. Ja, ich finde einfach, das sind viel wertvollere Geschenke. Also ich habe mehr davon, wenn meine Freunde unterm Jahr für mich da sind, wenn ich sie wirklich brauche, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich einen Arschtritt mal wieder brauche, auf gut Deutsch, dann habe ich da einfach viel mehr davon, als wenn sie mir zu Weihnachten irgendetwas schenken. Deswegen habe ich es auch dieses Jahr so gemacht. Ich habe niemandem etwas geschenkt, weil, also keine materiellen Dinge, das habe ich jetzt nicht geschenkt und über Weihnachten bin ich auch noch krank gewesen. Das war auch noch toll. Ja, Sophie. Also von dem her schenke ich dann auch eher Zeit, Respekt, Aufmerksamkeit. Und ich bin halt auch für meine Leute da und das wissen sie auch so schätzen. Und das finde ich auf jeden Fall wesentlich wichtiger. Geburtstag denke ich mir, ja super, ich bin jetzt wieder ein Jahr älter geworden. Rein theoretisch könnte ich dann jeden Tag feiern, weil ich jeden Tag einen Tag älter werde. Dann könnte ich jede Sekunde feiern, weil ich jede Sekunde eine Sekunde älter werde. Deswegen finde ich das einfach, ja, irgendwo komisch, warum soll ich dafür gefeiert werden, dass meine Mutter mich 9 Monate in ihrem Bauch getragen hat und darauf aufgepasst hat, dass ich noch alle Gliedmaßen dran habe. Warum soll ich dafür gefeiert werden? Eigentlich ist es ja die Leistung von meinen Eltern, dass ich jetzt halt hier bin. Also deswegen, ja, es ist schön, wenn man den Geburtstag halt dann auch mit den Menschen dann verbringen kann, die dafür gesorgt haben, dass man halt jetzt halt dann da ist und denen dann sozusagen Dank dafür. Zocken oder Skaten? Zocken. Nacht oder Tag? Ich bin eher so am Tag der Mensch, der den Tag nutzt. Carpe diem, nutze den Tag. Und das ganze andere Geschmarre, also ich bin auch ein Frühaufsteher. Und deswegen gehe ich auch relativ zeitnah ins Bett dann. Apple oder Microsoft? Microsoft, baden oder duschen? Eindeutig duschen. Ich bin auch nicht so der Langduscher. Also ich verbringe, wenn es hochkommt, 5 Minuten unter der Dusche. Maximal, aber das ist auch das höchste der Gefühle. Ach, bei Baden, ich weiß nicht, da. Ich finde irgendwie für Baden, da gehe ich lieber ins Bad an sich, also in ein Schwimmbad. Da habe ich mehr davon, weil da kann ich wenigstens durch die Gegend schwimmen und da liege ich halt nur im Wasser drin und das gibt mir nicht wirklich viel. Batman oder Spider-Man? Was sind das für Fragen? Das sind genau die guten Fragen für mich. Gar nichts von beiden, weil
Ich habe weder Batman noch Spider-Man gesehen. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Dislikes. Dunkin' Donuts oder Starbucks. Dann lieber Dunkin' Donuts. Da gibt es wenigstens Donuts. Ich weiß nicht, gibt es bei Starbucks Donuts? Eigentlich schon, oder? Ist Starbucks nur Kaffee? Ehrlich gesagt, ich bin, glaube ich, einmal in meinem Leben bin ich in einem Starbucks gewesen. Glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr. Manga oder Comics? Ich finde beides gar nicht so schlecht. Und das letzte, YouTube oder Fernsehen. Also, Fernsehen, ich habe mittlerweile keinen Fernseher mehr. Seit ungefähr 4-5 Monaten habe ich mittlerweile keinen Fernseher mehr in meinem Zimmer. Ja, weil ehrlich gesagt im Fernsehen nur Schwachsinn kommt. YouTube, es kommt immer drauf an, wenn mal Tipps sind oder sonstiges, dann schaue ich die auf jeden Fall gerne. Zum Beispiel, ja, oder Motivation zum Aufräumen, sonstiges, das gucke ich dann mir auch sehr gerne an. Aber im Fernsehen, nee, auf gar keinen Fall. Weil die meisten Filme, die dann kommen, wenn mal am Abend um 20.15 Uhr welche kommen, die kann ich mir ja auch so angucken. Oder die Simpsons und die ganzen anderen Serien, die kann ich mir auch online anschauen. Genauso wie ich ein Fan von Amazon bin. Ich habe auch Amazon Prime und da schaue ich auch regelmäßig ein paar Serien an. Und genau, dann tagge ich jetzt noch drei Leute. Und zwar einmal die liebe Jo von Jo the Red Flash. Dann einmal Seitendieben und dann tagge ich noch einmal die Alice von Alice Klar. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und genau, dann wünsche ich euch dreien auf jeden Fall viel Spaß beim Drehen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.